Hey zusammen, Tuggi hier. Mein Kanal hat nicht ohne Grund den Slogan Natur trifft Technik, also gibt es heute einmal eine geballte Ladung Camper-Gadgets für euch. Dabei sind das nicht so diese klassischen 10 Gadgets für Einsteiger, sondern meine ganz persönlichen Favoriten, die ich in der Zeit, die ich jetzt diesen Camper habe, beziehungsweise auch schon in der Mikrocamper-Zeit extrem lieben gelernt habe. Und wenn dich interessiert, welche Gadgets das sind, dann bleib dran! Wir lieben sie doch alle. Irgendwelche kleinen nützlichen Helferlein, die wir zu Hause oder eben beim Camping sinnvoll einsetzen können und an denen wir uns jedes Mal erfreuen, wenn wir sie nutzen können. Genau darum geht es hier in diesem Video. Ich habe 10 Gadgets zusammengesucht, an denen ich mich jedes Mal erfreue, wenn ich sie hier im Camper bzw. beim Camping nutzen kann. Um das Ganze etwas spannender zu gestalten, fange ich von hinten an, also von Platz 10 bis Platz 1, habe dem Ganzen sozusagen eine Reihenfolge nach meinem persönlichen Empfinden gegeben und ich würde sagen, steigen wir ein mit Platz 10. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Wohnmobil gelöst wurde, aber hier in meinem Fahrzeug wurde mit Licht, ich sag mal, etwas gespart. Natürlich habe ich hier meine ganz normale Deckenbeleuchtung, auch hier oben ist nochmal Deckenbeleuchtung, aber da, wo ich wirklich Licht brauche, wenn es finster ist, wie zum Beispiel in der Heckgarage, in den Schränken etc., befindet sich überall kein Licht. Klar, ich hätte jetzt die Option, überall Kabel hinzuziehen und das Ganze über die Bordelektronik mitzulösen, aber da müsste ich mein ganzes Wohnmobil auseinandernehmen. Also habe ich noch eine Alternative gesucht. Ich war normalerweise kein Fan von irgendwelchen Akkulampen, habe es aber dann doch mal ausprobiert und habe dieses Modell hier gefunden. Die gibt es in zig verschiedenen Varianten. Ist wie gesagt eine kleine Akkulampe, kann per USB-C wieder aufgeladen werden. Und das Schöne ist, es ist ein Bewegungsmelder dran. Man hat jetzt die Option, das Ganze auf Dauerlicht zu stellen oder halt eben auf den Bewegungsmelder. Wenn es hell ist, wie jetzt zum Beispiel, löst der Bewegungsmelder auch nicht aus. Erst wenn es dunkel ist, löst er auch wirklich aus und schaltet das Licht für ein paar Minuten lang ein. Das Ganze ist jetzt hier eine warmweiße Lampe. Gibt es bei Amazon in zig verschiedenen Varianten. Ich habe euch einfach mal, ein ähnliches Modell unten in der Videobeschreibung verlinkt, weil die genau habe ich leider nicht mehr gefunden. Ansonsten ziemlich cool, hält verdammt lang, muss ich sagen, und ist relativ schnell wieder aufgeladen. Und was mir halt gefällt, per USB-C vor allem. Das Kabel habe ich sowieso immer mit dabei, also perfekt. Ein Tipp an der Stelle, ich habe mir von diesen Lampen gleich einen Schwung mehr gekauft. Ich glaube insgesamt 5 oder 6 Stück habe ich davon. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe immer eine auf Reserve liegen sozusagen. Denn der Vorteil ist, ich kann dann einfach, wenn irgendwo eine mal leer ist, muss ich nicht erst die wieder anstöpseln und habe dann an diesem Ort kein Licht, sondern ich wechsle die einfach aus, denn das Ganze wird per diesen kleinen Magnetpads hier gehalten. Die pappt man hier einfach nur ran. Ja, und damit kann man die Lampe irgendwo oben magnetisch befestigen oder an der Seite oder wo auch immer ihr wollt. Also ich persönlich finde die Teile ziemlich cool, gibt es in vielen Varianten, warmweiß, kaltweiß etc. Ja, schaut es euch gerne mal an. Wenn ich in der Natur unterwegs bin, achte ich sehr darauf, keinen Müll zu hinterlassen oder irgendwo in irgendeiner Form die Umwelt zu schädigen. Natürlich, wir sind mit einem Wohnmobil, mit einem Kastenwagen unterwegs, das Teil braucht Sprit, wir stehen den Rasenblatt etc. Das muss aber auch schon reichen mit Umweltbelastung. Also habe ich auch noch nach Alternativen gesucht, was das Waschmittel angeht. Und zwar nutze ich dieses Waschmittel hier schon sehr, sehr lang, also schon seit Mikrocamper-Zeiten beziehungsweise auch davor, als ich noch wandern war. Ist von Fibertech, nennt sich ökologische Reiseseife. Die kann einfach für alles verwendet werden. Körper, Haare, Geschirr, Wäsche, Body, also hier steht alles Mögliche drauf. Das Ganze ist silikonfrei, ohne irgendwelche Tenside, und das Beste daran, innerhalb von 32 Tagen ist diese Seife wieder 100% biologisch abgebaut in der Natur. Der Punkt ist, ich empfehle jetzt hier an der Stelle jetzt nicht, dass man unbedingt damit in den See baden gehen soll oder dass man das Spülwasser rausschütten soll, sondern mir geht es einfach nur darum, sowas zu verwenden, auch wenn das Ganze bei mir in den Abwassertank fließt und ich den Abwassertank irgendwo in der Kanalisation oder wo auch immer entsorge.
mir geht es einfach darum, wenn das doch mal in die Natur gerät, macht sie halt auf jeden Fall nicht die Natur kaputt. Das Schöne ist auch hier, das ist relativ viel, ich kann euch gerade gar nicht sagen, genau, das ist ein halber Liter, also 500 Milliliter sind hier drin, kostet Pi mal Daumen, je nach Angebot, zwischen 12 und 15 Euro. Ja, ist relativ teuer, aber ich muss auch sagen, ich komme mit so einer Packung locker, ja, ein gutes Jahr hin oder ich sag mal eine gute Saison hin. Ich nutze sie, wie gesagt, auch für alles. Ich nutze sie zum Duschen hier bei mir im Camper. Ich nutze sie zum Geschirr abspülen, zum Haare waschen. Also alles, was irgendwie anfällt, auch zum Klamottenwaschen habe ich sie schon genutzt. Also richtig cool, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das nächste Gadget bzw. Tool kennen höchstwahrscheinlich schon einige von euch, die mir bei meinen Powerstation-Videos folgen. Und zwar ist es dieser kleine 12-Volt-Adapter, den ich hier habe. Das Schöne an dem Adapter ist, man kann jede x-beliebige 12-Volt-Steckdose in einen USB-C-Anschluss verwandeln. Das Problem ist, es gibt aktuell, na, ich glaube jetzt mittlerweile sind wir schon bei 60 Watt USB-C-Dosen, die man im Camper auch verbauen kann. Die Hersteller tun sich zurzeit immer noch schwer mit 100 Watt USB-C-Buchsen. Der Unterschied ist, bei 100 Watt bzw. 15 Watt etc., hier kann ich halt auch zum Beispiel mein MacBook oder mein Notebook anschließen und das relativ schnell und problemlos laden. Eine 12-Volt-Steckdose, gerade im Camper, gibt es meistens. Meine zum Beispiel ist hier oben. Und da habe ich den Vorteil, ohne hier irgendwas umbauen oder umrüsten zu müssen, kann ich meinen Laptop ganz normal hier über den Bordstrom, sozusagen über die Aufbaubatterie, wieder aufladen. Platz 7 auf meiner Liste ist etwas größer. Und zwar handelt es sich um diesen Werkzeugkoffer. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich war verdammt skeptisch, als ich mir den gekauft habe. Als ich mir den Camper hier geholt habe, wusste ich, ich brauche irgendeine Art Werkzeug hier an Bord. Jetzt gab es natürlich die Option, alles irgendwie einzeln zusammenzusuchen, in irgendeine Box zu packen und hoffen, dass man dann im richtigen Moment wirklich das wesentliche Werkzeug dabei hat. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, das Teil kostet irgendwie 30, 35 Euro bei Amazon, sieht ganz nett aus, nehme ich jetzt erstmal für den Anfang, mal sehen, wie weit ich komme. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe das Teil wirklich lieben gelernt. Es kostet, wie gesagt, nicht allzu viel und ich habe bis jetzt schon fast jedes Werkzeug hier drin gebraucht. Egal, welche Schraube ich hier irgendwo rein rausdrehen musste, egal ob das Kreuz, Schlitz, Torx oder sonst was ist, die Zangen, die da drin sind, habe ich gebraucht. Also ich habe eigentlich schon fast diesen ganzen Werkzeugkoffer hier im Wohnmobil gebraucht. Jetzt mache ich ihn aber auch mal auf, dass ihr auch mal den Inhalt sehen könnt. So, das Ganze sieht so aus. Also ihr seht schon, hier ist wirklich verdammt viel drin. Also wir haben vom normalen Sechskant über einen Universalschlüssel mit hier unten allerlei Bits, also von Kreuz über Sechskant, Torx, Schlitz, ein Hammer ist dabei, zwei Zangen sind dabei, ein Seitenschneider. Das Maßband habe ich auch gerade jetzt in der Anfangszeit schon wahnsinnig oft gebraucht, weil ich immer irgendwelche Schränke, Matratze etc. mal ausmessen muss, wenn ich mir was Neues kaufen möchte. Ja, ansonsten hier noch normale Schraubenzieher. Ein Cuttermesser ist dabei und was ich auch ziemlich cool finde, gerade bei dem Cuttermesser, ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann, hier sind, glaube ich, 6 Ersatzklingen noch mit im Cuttermesser drin. Also das ist wirklich für den Preis, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich ein Fan eigentlich von sehr hochwertigem Werkzeug bin, also Knipex etc., solche Sachen mag ich ganz gern als Elektroniker, bin ich mit diesem Kasten wirklich wahnsinnig zufrieden. Kommen wir nun zum Platz 6 und zwar handelt es sich dabei um die Silvi-Gläser. Ich habe sie euch schon mal in einem Video mal ganz kurz vorgestellt. Ich bin jetzt immer noch im Test und habe auch schon einiges dazu zu erzählen, aber da kommt noch mal ein extra Testvideo dazu. Trotz alledem bin ich sehr, sehr begeistert von den Gläsern. Gerade die Weingläser finde ich halt richtig klasse, denn ich bin ein Weinfan und möchte Wein nicht unbedingt aus Edelstahl oder aus Plastikbechern trinken. Und deshalb war mir wichtig, ein richtiges Glas dabei zu haben. Das Schöne bei den Silvi-Gläsern ist, wie gesagt, es ist eben echtes Glas und der Vorteil ist, es ist unten im Fuß ein Magnet eingelassen. Das Schöne ist sozusagen, man kann dieses Glas ganz einfach entweder unten festmachen während der Fahrt, ja, kann es nicht verrutschen, es kann kein Glas kaputt gehen oder man hat eben eine Magnetleiste, wie ich jetzt hier zum Beispiel im Schrank und kann das Glas über Kopf festmachen. Hat zwei Vorteile, wie gesagt, zum einen während der Fahrt und zum anderen spart es auch noch Staubraum, Staubplatz sozusagen. Weil wenn ich das an der Decke festmachen kann, habe ich unten immer noch Platz, um irgendwas darunter zu legen und habe damit nochmal ein bisschen Stauraum gewonnen. Außerdem gibt es zu diesen Gläsern diese kleinen Pads dazu, diese Magnetpads. Das ist halt so magnetisches Material, ist auch total flexibel.
und mit einer klebenden Unterfläche. Das heißt, ich mache einfach nur diese Folie ab, klebe mir das jetzt irgendwo hin, auf den Tisch zum Beispiel, pappe das Glas drauf und selbst wenn ich jetzt hier an den Tisch komme oder ans Glas, es fällt halt nicht um. Und das ist halt das Schöne, gerade im Wohnmobil, im Kastenwagen ist ja doch alles irgendwo ein bisschen eng. Man kommt relativ schnell mal an den Tisch. Wenn das Weinglas umfällt und vielleicht auf die Sitze läuft, ärgert man sich zu Tode. Ja, und damit muss ich sagen, finde ich die Silvi-Gläser, auch wenn sie vielleicht etwas preisintensiv sind, aber man kauft sich ja die Gläser eigentlich nur einmal. Also ja, da gebe ich halt auch gern nochmal einen Euro mehr aus, um mir dann solche vernünftigen Gläser fürs Wohnmobil zu holen, wo ich vernünftig Wein draus trinken kann. Ja. Anstatt halt irgendwelche Plastikbecher. Von Silvi selber gibt es noch ganz viele andere Dinge. Es gibt noch Kaffeetassen, es gibt richtiges Geschirr, also Porzellangeschirr, also Teller etc. Es gibt, wie gesagt, diese kleinen Gewürzbecherchen hier, die ebenfalls magnetisch sind, die bei mir über dem Herd sozusagen kleben an so einer Magnetleiste. Also man hat viele, viele Möglichkeiten mit diesem Silvi-System. Schaut es euch an, ist ebenfalls unten verlinkt. Vielleicht ist ja doch was für euch dabei. Meinen Platz 5 habe ich selbst in einem YouTube-Video gesehen und zwar handelt es sich um dieses kleine unscheinbare Teil. Und zwar ist das von Victorinox, wie ihr das sehen könnt, also ein Taschenmesserhersteller. Und jetzt kommt eigentlich das Coole. Dieses ganze Teil in Stiftform ist eigentlich nur ein Messerschärfer, also Messerschleifer. Man hat zum einen hier oben Keramik-Schleifelemente sozusagen, wo man das Messer durchziehen kann. Und wenn man diese Kappe wieder drauf macht und ein kleines bisschen weiter vorn zieht, hat man einen Schleifstein, also ein, wie nennt sich denn das? Keine Ahnung, also ihr wisst, was ich meine, ne? Zum Messerschleifen, wo man das Messer halt langziehen kann. Genau, diese zwei Optionen hat man und wenn man das Ganze noch verlängern möchte, kann man sich jetzt zum Beispiel auch dieses Teil nehmen, was ursprünglich hier drauf war, steckt es von unten ran und hat einen wunderbar schönen Griff und kann hier schön entspannt das Messer schleifen. Genauso halt eben andersrum, man steckt es wieder so rum rein, kann hier das Messer durchziehen und nochmal schleifen. Ja, von diesem Teil, das kostet nicht viel, das kostet irgendwie 12 Euro oder sowas. Von dem Teil habe ich mittlerweile zwei Stück. Eins ist zu Hause in der Schublade, eins ist hier im Camper und gerade ich esse zum Beispiel sehr gern Tomaten. Und muss halt auch hin und wieder mal die Tomaten schneiden. Und wenn das Messer stumpf ist, ihr kennt das vielleicht, zerdrückt ihr eher die Tomaten. Ja, einmal kurz hier durch bzw. drüber gezogen. Das Messer ist wieder scharf und ich kann meine Tomaten schneiden. Also das Teil finde ich wirklich richtig cool, kann ich definitiv empfehlen. So, wir sind langsam auf der Zielgeraden. Es geht um Platz 4. Auf Platz 4 ist vor allem ein Sommer-Gadget bei mir auf der Liste. Und zwar ist das dieser kleine Lüfter. Wo fange ich an? Wir fangen bei der Befestigung an. Der kleine Lüfter hat hier unten eine riesige Klemme. Also ich kann hier zum Beispiel auch mal meine Hand einfach dazwischen klemmen. Und damit kann man ihn wirklich an alle möglichen Ecken und Kanten festmachen. Auch hier oben zum Beispiel. So, überall kann man das Teil irgendwo ranklipsen. Dann geht's weiter. Wir können den Lüfter in alle möglichen Richtungen drehen, ne? Also je nachdem, was uns beliebt. Wir haben eine stufenlose Lüftersteuerung und vor allen Dingen auch verdammt leise. Ich versuche euch das mal zu zeigen, wie leise der ist. Also ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber mein Kühlschrank ist lauter. Genau, so, also wie gesagt, stufenlos, wenn man natürlich richtig aufdreht, hört man den Lüfter natürlich auch deutlich, ist logisch. Aber so weit muss man ihn gar nicht aufdrehen, da reicht wirklich nur eine kleinste Stufe und man hat wirklich einen sehr, sehr schönen Luftstrom. Und jetzt kommt eigentlich das coolste Feature an diesem Lüfter. Passt auf, ich drücke hier ein kleines Knöpfchen. Es ist ein oszillierender Lüfter und das finde ich halt richtig cool in so einer kleinen, kompakten Bauform. Ich habe sowas zu Hause in groß, ihr kennt sicherlich die großen Lüfter, die eben auch oszillieren. Aber nein, das kann auch dieser kleine Lüfter. Und wenn ihr das Teil jetzt irgendwie so festgemacht habt, dass ihr sagt, ja, ich muss jetzt die Klemme, die muss jetzt genauso bleiben, ich brauche aber den Wind da hinten, ist auch kein Problem. Einmal rumgedreht und die Oszillierung läuft dann auch auf der anderen Seite. Also ich liebe das Teil total, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, es ist ein Akku drin. Das Ganze wird per Micro-USB wieder nachgeladen. Und wir hatten ihn auch schon mehrere Nächte jetzt tatsächlich angehabt und er hält ziemlich genau eine Nacht. Also man kann so sagen, 8 bis 10 Stunden auf einer relativ kleinen Stufe problemlos möglich. Gibt es auch noch in kleinerer Variante.
das war eigentlich das Witzige an der ganzen Geschichte. Ich hatte mir ursprünglich erst diese Variante hier bestellt und wollte aber nochmal einen haben. Also wollte mir eigentlich einen zweiten davon kaufen. Dachte mir aber, ich nehme einfach mal eine andere Marke. Tja, und dann kam ein etwas größerer Lüfter. Ja, so schnell geht's. Wie gesagt, ich feiere die Lüfter total. Ich liebe sie. Ich habe mir auch noch zwei andere Lüfter dazu bestellt. Die sind mittlerweile zu Hause. Die nehme ich schon gar nicht mehr mit, weil ich sie eh nicht verwende. Ich nutze immer bloß diese beiden und die sind bei mir jetzt ein täglicher Begleiter, vor allem gerade im Sommer. Kommen wir nun zu Platz Nummer 3. Hat mir ebenfalls ein Zuschauer empfohlen, beziehungsweise auch ein guter Freund, und zwar ist das dieses Teil hier. Richtig, richtig cool. Ihr kennt das ja, als Camper muss man immer Kleingeld dabei haben, weil viele, viele Parkautomaten ja noch mit Münzen funktionieren. Dieser kleine Münzspender hier hat den großen Vorteil, dass man erstens sieht, wie viele Münzen man dabei hat. Zweitens ist er wahnsinnig kompakt und drittens klappert nichts. Also man braucht keine Tupperbüchse, die man irgendwie mit Schaumstoff ausstopfen muss, dass das Kleingeld während der Fahrt nicht klappert oder sowas. Nein, mit dem Teil ist hier alles wunderbar sortiert und man sieht halt auch gleich, wie viel Kleingeld man noch hat. Das Schöne ist, man hat von 5 Cent bis 2 Euro alles dabei und das Ganze ist so ein bisschen gegenläufig, nenne ich es jetzt mal. Ich versuche euch das mal hier zu zeigen. Also man ist jetzt hier nicht bei der Mitte irgendwie begrenzt, sondern wenn man jetzt sagt, wie ich zum Beispiel 10 Cent und 5 Cent nehme ich nicht mit, kann halt jetzt hier problemlos einfach mit 1 Euro Stücken sozusagen auffüllen und kann die komplette Breite nutzen. Das Teil kostet auch nicht allzu viel, hält auch ziemlich gut, also hier kommt jetzt nicht irgendwas rausgefallen. Habe ich jetzt schon seit 2 oder 3 Monaten in Verwendung, liegt bei mir im Handschuhfach. Absolute Empfehlung, richtig, richtig geil das Teil, darum bei mir auch auf Platz 3. Kommen wir nun zu Platz 2. Leute, nehmt es mir nicht übel, aber es muss einfach mit rein. Es ist ja logisch, ich bin ein Technikkanal. Ihr kennt, oder die meisten von euch kennen mich nur durch Powerstation. Natürlich ist auf Platz 2 auch eine Powerstation. Damit möchte ich mich jetzt nicht speziell auf ein Modell festlegen, wo ich sage, das ist jetzt die beste Powerstation, weil die beste Powerstation gibt es nicht. Es gibt die beste Powerstation für jeden individuell, je nachdem, wie viel Energie benötigt wird. Der Vorteil bei einer Powerstation im Camper ist, dass man sich einfach diesen ganzen Verkabelungsaufwand spart. Ich habe es im letzten Video schon mal gesagt, als kleines Beispiel, ihr habt nur eine kleine AGM-Batterie hier im Camper, wollt aber nicht das Geld ausgeben, um hier alles neu verkabeln zu lassen oder einen Wechselrichter einbauen oder dickere Batterien oder keine Ahnung. Oder ihr sagt zum Beispiel, ich brauche aber unabhängige Energie im Camper und auch außerhalb vom Camper, weil ihr zum Beispiel Fotograf seid und müsst zum Beispiel eine Energieversorgung irgendwie mit zu eurem Spot nehmen sozusagen. Also es gibt viele, viele gute Gründe, auch eine Powerstation zu kaufen, auch wenn man einen Kastenwagen hat oder wenn man zum Beispiel einen kleinen Van hat und dort nicht irgendwie großartig was verkabeln möchte, hat man alles in einem. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze nachzuladen. Ihr könnt per 230 Volt nachladen. Wenn ihr zum Beispiel mal eine Stunde im McDonald's sitzt, könnt ihr das Teil anstecken. In einer Stunde sind die meisten auf 80% wieder vollgeladen. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Solar, Steckdose, Kfz, also während der Fahrt könnt ihr nachladen. Auch das ist möglich. Ja, also von meiner Seite her, ich habe mir jetzt meine Powerstation auch hier im Camper integrieren lassen. Da gibt es auch schon ein Video dazu. Das habe ich euch hier oben einmal verlinkt, wie das Ganze aussieht. Und ja, ich finde es halt mega cool. Und ihr seid halt wirklich wahnsinnig flexibel. Selbst wenn ihr das jetzt mal erweitern wollt, wenn ihr sagt, ich brauche jetzt was Größeres, größerer Wechselrichter, größeren Akku, einfach die vorhandene Powerstation wieder verkaufen, euch die nächstgrößere holen, ohne dass ihr nochmal in irgendeine Werkstatt müsst und irgendwas umverkabeln lassen müsst. Also ich persönlich finde die Lösung richtig, richtig cool und deshalb bei mir auch auf Platz 2. So, Trommelwirbel, kommen wir zu Platz 1. Ja, Leute, lacht mich nicht dafür aus. Viele, die mir vielleicht auf Instagram folgen, die können sich auch schon denken, was bei mir Platz 1 sein wird. Und zwar handelt es sich um dieses kleine süße Teil hier. Also ganz ehrlich, ich liebe dieses Ding. Ich finde den sowas von geil. Wer nicht weiß, was das ist, und zwar ist das ein kleiner Eierkocher für genau
Ein Ei. Keine Ahnung, warum ich das Teil so feiere. Ich finde es einfach sau cool. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe zum Beispiel mein Frühstücksei am Samstagmorgen. Das ist bei mir fast schon Pflicht. Und gerade beim Campen müssen wir ja Wasser sparen. Also das heißt, wenn ich campen war, habe ich mir jetzt nicht einen Topf Wasser angesetzt und darin meine Eier gekocht. Klar kann man das Wasser dann noch zum Spülen verwenden, wie auch immer. Egal. Ja, also trotz alledem, man braucht, egal wie, relativ viel Wasser, um Eier zu kochen. Ja, und dann hat mir ein netter Zuschauer, vielen Dank übrigens an der Stelle, den Tipp gegeben, als ich gesagt habe, was will ich denn mit 230 Volt im Camper? Ich habe gar keine 230 Volt Geräte. Und er schreibt mir, doch, für meinen Eierkocher. Und ich dachte so, Eierkocher? Moment, da werde ich neugierig. Und dann hat er mir tatsächlich dieses kleine Teil empfohlen und ich war sofort schockverliebt. Also wie gesagt, ihr habt den Vorteil, das einzige Blöde, was hier halt ist, das ist alles sehr lose, also man muss das irgendwie mit Gummis oder irgendwas sichern. Moment, ich mache das mal auf. So, also so wird das Ganze ausgeliefert. Ihr seht jetzt auch schon, ne, das ist sehr wackelig. Also das ist hier oben nicht mit irgendeiner Verankerung oder so. Das finde ich sehr schade. Wie funktioniert das Ganze? Ihr habt hier einen kleinen Messbecher dabei. Das ist alles, was ihr an Wasser einfüllen müsst. Wer Wasser braucht ihr nicht zum Eierkochen oder zum Eikochen sozusagen. Da stellt ihr euren Härtegrad ein, den ihr beim Ei haben möchtet. Da ist so eine kleine Skala drauf. Das Wasser kommt dann einfach hier unten rein. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier hinten mit einem kleinen Eierpiekser das Ei vorher anzustechen. Ich persönlich habe es einmal gemacht und mir hat es den ganzen Eierkocher sozusagen vollgesaut. Seitdem mache ich es nie wieder. Also von meiner Seite her muss ich sagen, man braucht es nicht. Genau, Wasser auf jeden Fall rein, dann wird das Ei hier oben eingesetzt, der Deckel kommt drauf, man drückt diesen Knopf hier und dann wartet man 10 Minuten ungefähr und dann ist das Ei gar durch, wie auch immer. Sagt man jetzt zum Beispiel, wir sind aber zwei Personen, wir möchten zwei Frühstückseier, auch kein Problem, einfach das Teil 10 Minuten eher einschalten, 10 Minuten das erste Ei kochen, 10 Minuten das zweite Ei und nach 20 Minuten ja, habt ihr zwei fertige Eier. Ihr habt natürlich auch den Vorteil, das ganze Ding gibt es auch für zwei Eier, ist dann aber halt deutlich breiter und da ich ja im Camper gern Platz sparen möchte, ist bei mir eben nur dieses kleine Gerät mit dabei. Das Ganze funktioniert mit gerade mal 50 Watt, also mit jeder handelsüblichen Powerstation, mit jedem klitzekleinen 0815 Wechselrichter sollte das Ganze funktionieren. Was gibt es noch zu sagen? Genau, man hat dann, wenn das Ei fertig ist, gibt das Ding einen Signalton ab, man nimmt den Deckel runter und hat auch gleich auf diesem Untersetzer sozusagen das Ei in der Hand, ohne dass man sich die Finger verbrennt, hält es unter den Wasserhahn oder legt es in den Kühlschrank oder keine Ahnung, um es mal kurz abzuschrecken, wie man das möchte. Genau, und einen kleinen Eierbecher gibt es auch noch dazu. Den gibt es zum Beispiel beim Zweierset nicht, gibt es nur hier bei dem Einer. Ja, und das war es eigentlich. Wichtig nochmal, wie gesagt, 230 Volt, also irgendeine Art Wechselrichter braucht man. Das läuft nicht mit 12 Volt, leider. Ja, ansonsten mega cool, das ist mein Platz 1 und der ein oder andere hat es sicherlich sich schon denken können. Ich feiere das Teil einfach komplett. So, und das war's auch schon mit meinen Top 10 Camper Gadgets. Wenn euch irgendwas davon interessiert, alle Links zu den Produkten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber ich sag's euch auch ganz ehrlich, das wird mit Sicherheit nicht mein letztes Video gewesen sein. Ich musste mich wirklich zusammenreißen, dass das nicht ein irgendwie Top 25 Video wird. Ich habe noch so viele coole andere Dinge, die ich euch gerne zeigen möchte. Also da kommt definitiv noch das ein oder andere Video. Wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann gib ihm doch gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du die weiteren Teile von meinen Top 10 nicht verpassen möchtest, würde ich dir empfehlen, jetzt den Kanal zu abonnieren und am besten auch gleich noch die Glocke zu aktivieren, um in Zukunft keine Videos dieser Art mehr zu verpassen. Ansonsten bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und bis zu meinem nächsten Video. Macht's gut, Leute! Ich bin Mr. Togi, verbind Natur und Technik. Das ist mein Ding, dabei hab ich voll den Durchblick. Gaskocher, Luftmatratze, ich mache den Stresstest und sag euch ehrlich, wenn dein Gadget einfach zu schlecht ist. Ja, ich bin Mr. Togi, verbind Natur und Technik. Also hopp auf meinen Channel und gib mir einen Klick. Solar Panel Powerbox, ich mache den Stresstest und sag euch ehrlich, wenn dein Gadget einfach zu schlecht ist.